Wir haben die Schnauze voll. Wir sagen den Dieselpreisen den Kampf an. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sagen diese Preise in den Kampf an. Ja, wir kleinen Menschen können da eher wenig ausrichten. Was wir aber machen können, wir können uns mit Fahrzeugen mobilisieren, die vielleicht nicht so viel Kraftstoff verbrauchen, ist vielleicht eine Alternative. Wir haben ganz lange diskutiert, warum wir eigentlich nicht selber ein Leichtkraftfahrzeug fahren, was eigentlich jetzt gerade Sinn macht bei den Dieselpreisen, und sind zu ein paar Ergebnissen gekommen, dass für uns eigentlich nicht so zutreffend ist. Ja, also wir wollen auf jeden Fall, ich habe jetzt einen Tag, bin ich jetzt gefahren. Ich will jetzt das Auto noch mal 2-3 Tage mitnehmen. Ja. Wobei wir müssen sagen, wir haben einen Arbeitsweg immer von ca. 30 Kilometer oder fast 35 Kilometer. Ich habe fast 40 sogar. Mhm. Ich wohne ein bisschen weiter weg. Und wir fahren hauptsächlich Landstraße, die viel befahren ist. Ne? Viel befahrene Landstraße und sehr kurvig zusätzlich, wo man sehr schlecht überholen kann. Ja, und da haben wir auch, da müssen wir jetzt kurz drauf eingehen, da haben wir auch die Kehrseite von einem Leichtkraftfahrzeug. Es ist nicht immer alles so rosig, wie es aussieht. Hier Sprit sparen, Jugendliche, mobil sein. Wenn man wirklich viel Landstraße fahren muss, die auch viel befahren ist, ist das schon eine Sache, die ist nicht ganz ungefährlich. Das muss man sich wirklich bewusst sein und vielleicht doch nicht so optimal. Aber im großen Vergleich als Jugendlicher, wenn man in eine Stadt fährt, ist man meistens in der Stadt unterwegs. Also in der Stadt bist du eigentlich schneller als andere Autos, weil das Auto viel wendiger ist und spritziger und so. Auf der Landstraße würde ich jetzt auch nicht sagen unbedingt gefährlich, ne? Aber man nervt die anderen Leute halt schon, und es kann schon mal passieren, dass hier so ein LKW oder so, dass der dann in Situationen überholt, wo er eigentlich nicht überholen sollte, sag ich mal. Ne? Ja, genau, so ist das. Also das ist jetzt nicht irgendwie ein schlecht geredet oder gut geredet. Es gibt wirklich Landstraßen, da wird ein heißer Reifen gefahren. Ja. Die Landstraßen kennt jeder. Es gibt auch Landstraßen, wo überhaupt nichts los ist, wo auch Trecker ohne Probleme fahren. Ne? Ja. Und wir haben genau so eine Landstraße zwischen Rüthen und Brilon, wo ein heißer Reifen gefahren wird. Das ist also einfach so. Eigentlich müsste da schon eine Autobahn hin. Ne? Ja, und da ist Leichtkraftfahrzeug, klar, kann man machen, aber es ist eine Geschichte. Also um es kurz zu machen, für uns kommt das nicht in Betracht. Wenn ich hier in Rüthen wohnen würde und habe so 5 bis 10 Kilometer Arbeitsweg, also würde ich in der Tat auch so ein Fahrzeug fahren. Ich merke es jetzt schon, wir holen für unsere Neukunden oder die Kunden, die ein Neufahrzeug gekauft haben, einen Blumenstrauß, oder ich muss mal eben zum TÜV Papiere abgeben oder zur Bank Geld einzahlen. Also die ganzen Arbeiten, die ich hier in Rüthen machen muss, nehme ich meistens unser Vorführwagen, weil ich A, in jede Parklücke komme, B, Man ist genauso schnell, ne? Man ist genauso schnell, weil wir fahren die los, wir sind im Gewerbegebiet. Um Ecke fängt sofort die Ortschaft an. Ja. Das Fahrzeug fährt knapp 50. Und es ist auch noch weit genug, dass der Motor auch warm wird, ne? Ja. Das ist auch wieder die Sache, ne? Wenn es zu nah alles ist, dann sollte man vielleicht sogar ein Elektro nehmen, weil da braucht der Motor nicht warm werden. Aber hier ist es so genau der Sweet Spot für einen Diesel, wirklich, ne? Genau. Also wenn euch das Video heute gefällt, da können wir auch mal genau so ein Video mal irgendwie machen mit einem Elektrofahrzeug, wo wir genauer drüber sprechen. Aber das ist jetzt der Anfang von dem Video, denn wir wollen jetzt wirklich mal genau analysieren, was dieses Fahrzeug auf 100 Kilometer an Kraftstoff verbraucht, genau. Dass wir mal hochrechnen können, wie weit man mit einer Tankfüllung kommt. Ja, ich habe gestern das Auto vollgetankt und bin jetzt die ersten 50 Kilometer fast gefahren. Genau, also Alex nimmt das Auto nach Feierabend mit nach Hause. Genau. Und du hast den Arbeitsweg, dann müsstest du jetzt... Ziemlich genau 50, also 25 Kilometer habe ich. Eine Strecke nach Hause. Eine Strecke, also ich bin über jetzt die gestern... Autobahn. Genau. Bin ich gestern nach Hause gefahren, 25 Kilometer, und heute wieder her. Also bin ich jetzt bei knapp 50 Kilometer. Und der Tankstrich, der hat noch gar nichts gesagt. Also gut, dann würde ich sagen, du fährst heute nochmal mit dem Auto nach Hause. Morgen früh steigen wir sofort wieder mit einem Video ein, treffen uns an der Tankstelle, tanken nach. Ich hoffe, du hast getankt und beim ersten Mal klicken hast du aufgehört. Ja. Gut, das ist nämlich wichtig, weil wenn man nochmal nachklickt, hat man schnell mal noch so einen halben Liter mehr reingetankt. Ja, und dann ist so. Würde man das Ergebnis verfälschen. Also du steckst den Schlauch morgen genauso tief rein wie gestern. Dann tanken wir nach, dann gucken wir, was er verbraucht hat. Und dann können wir ausrechnen, was auf 100 Kilometer so ein Fahrzeug verbraucht. Und dann können wir euch wirklich sagen, ob sich das Auto lohnt. Das können wir eigentlich jetzt schon sagen. Aber wenn wir diesen Preis von 3 Euro erreichen, dann ist das schon eine echt gute Alternative. Absolut. Und selbst da, man muss sich das überlegen, ne? Es ist ja angegeben mit 3 Liter das Auto auf 100 Kilometer. Selbst beim Leichtkraftfahrzeug bist du dann bei einem 100-Kilometer-Preis von 9 Euro. Das ist teuer, das ist verdammt viel Geld. Dafür bin ich Benziner gefahren sonst. Ja.
Und machen wir uns nichts vor, alle Hersteller schummeln ja immer ein bisschen vom Verbrauch. Also wenn Eixam 3 Liter sagt, also was schätzt du, auf was kommen wir jetzt realistisch? 3,5. Ja, ich würde auch 3, 4, 3, 5, 3,6 Liter hätte ich auch gesagt. Ja. Aber wir machen an dieser Stelle hier einen Cut und dann sehen wir uns morgen früh direkt. Das heißt früh, Alex fängt immer erst um 9 an, deswegen muss er mal bis 6 arbeiten. Also um 9 Uhr treffen wir uns an der Tankstelle und tanken nach. Für euch ist die Zeit völlig egal. Stimmt. Also bis gleich. Alex ist jetzt heute Morgen hier mit zur Arbeit gekommen. Du hast die 100 Kilometer jetzt auf dem Strich genau voll, ne? Ja, ist ein bisschen mehr geworden. Ja, zeitlich haben wir es jetzt nicht direkt geschafft am Morgen. Jetzt haben wir schon wieder nachmittags, aber spielt es auch keine Rolle. Wir fahren jetzt mal zur Tankstelle, gucken, wie viel jetzt reingeht. Und dann wissen wir gleich, was das Auto tatsächlich verbraucht. Also, was ich sehe an der Tanknadel ist, nichts, dass sie sich nicht kein Stück bewegt hat. Ja. Bei 100 Kilometer. Nada. Ist auf jeden Fall für die Psychologie ganz geil. Ja. Aber ich glaube so, ab 200 geht es dann umso schneller, ne? Die Tanknadel wahrscheinlich. Hier sieht man es. Trip A, du hast auf 0 gesetzt, 100 Kilometer und 800 Meter. Genau. Durchschnittsgeschwindigkeit 37,9. Also da, an der Durchschnittsgeschwindigkeit sieht man jetzt wohl schon, dass du mehr Landstraße gefahren bist, also permanent, damit 45 wahrscheinlich. Und dann, wenn man dann ein bisschen durch die Stadt fährt oder zu Hause, wenn du anhältst, dann geht halt die Durchschnittsgeschwindigkeit auf 37, 38. Und insgesamt Fahrzeit hast du gebraucht 2 Stunden und 40 Minuten für 100 Kilometer. Das ist schon eine Zeit. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Aber ich bin gestern nochmal durch Brilon gefahren, weil ich gemerkt habe, ich schaffe sonst die 100 Kilometer nicht. Okay. Und in der Stadt macht das Auto echt Spaß. Das meine ich ja. Das habe ich in den anderen Videos schon gesagt. Wenn ich hier zum TÜV fahre um die Ecke, ist das einfach nur geil. Ja. Landstraße für uns, haben wir schon gesprochen Anfang des Videos, kommt es für uns nicht in Frage. Weil es halt einfach zu lange dauert. Genau, ne? Ja. Obwohl ich würde gerne nochmal mit dem Elektro dasselbe machen, wenn ich darf. Ja. Also mit den neuen. Schneiden wir das Video mal an. Ja. Müssen wir vielleicht zwei machen. Einmal mit dem E-City Pack, kleinerer Akku. Und einmal mit dem Coupé, größerer Akku. Genau, aber dann haben wir 200 Kilometer drauf gefahren. Ja. Wir müssen eh noch einen neuen Vorführwagen machen. Ja. Passt das. Und lass die Spritze jetzt wirklich mal kurz, bis ich auf 3 Euro komme. Dann fährt man, glaube ich, auch dann langsamer mal zur Arbeit. Ich merke es an mir selber, ich bin wirklich, ich muss es zu meiner Schande gestehen, ich bin ein verdammt normaler Raser. Mich juckt eigentlich der Sprit nicht, aber ich erwische mich jetzt momentan selber, dass ich so irgendwie mit 95 über der Landstraße fahre, wo ich normalerweise immer so am Limit fahre. Ne? So 10, 15 schneller geht immer, das kann man gerade so bezahlen, kriegt man keinen Punkt für. Aber jetzt momentan 5 Kilometer langsamer, ne? Ja, fahre ich langsamer und ich merke es auch an meinen oder ich merke es auch an den mitfahrenden Menschen. Alle langsamer, ne? Alle fahren langsamer. Wir haben gerade noch mal in der Mittagspause sogar gesprochen. Jo, ich fahre auch irgendwie langsamer. Das ist irgendwie so. Ja. Bei den Spritpreisen auch. Ah, das ist mal 2,30 Euro. Was nicht eben gerade? Wir sind doch gerade eben mit dem Casalini hier gewesen, ne? Ja. War das nicht noch billiger? Ich habe nicht drauf geguckt. Ich finde es so erstaunlich, dass Super fast 10 Cent günstiger ist für Diesel. 14. Jo. Wieso 14? Ja, Also Super E10 ist für mich kein Super. Also wenn ich Super sage, dann meine ich auch Super. Ach so. So. Am besten tankst du jetzt und ich halte die Kamera, weil du hast mir letztes Mal auch getankt. Nicht, dass ich den Schnorchel zu tief reinstecke oder zu weit rauslasse, dass das verfälscht ist. Ich habe das Füllrohr bis oben hin voll gemacht. Weil wenn ich es reinstecke, weiß ich nämlich nicht. Ja. Und wenn ich es komplett voll mache, das Rohr, dann weiß ich es. Du tankst jetzt voll und dann haben wir genau das Ergebnis. So, Tank ist freigegeben.
LKW-Diesel? Billiger hier? Glaub nicht. So, erstmal ganz rein. Das war's schon? Warte, ich hab du hast wirklich ran vollgetankt, was man eigentlich nicht machen sollte. So, ne? hab ich vollgetankt. Okay. So. Ein bisschen läuft es nochmal nach, ne? Genau. So hab ich das auch gemacht. Ja, man sieht's eigentlich da drinnen stehen. Ich weiß nicht, ob man es jetzt sieht hier drinnen. Jetzt gucken wir mal. 3,46 Liter auf 100 Kilometer. Sind trotzdem noch 8 verdammte Euro für deine 100 Kilometer. Das ist verdammt scheiße viel Geld. Es ist verdammt scheiße viel Geld. Aber es ist so, wie wir gesagt haben. Wir haben gesagt, Hersteller sagen 3 Liter und wir haben geschätzt 3,3 Liter und wir haben jetzt 3,46. Verdammte Scheiße, sind wir gut im Raten. Und es ist echt gut, dass wir es jetzt mal wirklich schwarz auf weiß haben oder schwarz auf grün in dem Fall, dass das Auto 3,46 Liter frisst. Wir haben euch gezeigt, 100 Kilometer kosten bei den Preisen trotzdem 8 Euro. Der Hersteller lügt nicht viel. Ja. Ich bin ja auch viel Vollgas gefahren, ne? Die ganze Zeit. Ne? Ja, aber machen wir uns nichts vor. Wir brauchen kein falsches Ergebnis hier senden. Ja. Jeder fährt dieses Auto Vollgas. Stimmt. So. Und jeder kann dieses Auto kaufen und kann für sich im Kopf ausrechnen, okay, das Auto frisst 3,5 Liter Diesel. Ja. Punkt. So. Danke fürs Zugucken. Lasst ein Abo da. Dasselbe machen wir noch mit verschiedenen Elektroautos. Und vielleicht auch mal mit den Casalini, auch interessant. Wer das Gran Turismo Video noch nicht gesehen hat, angucken. Anderer Motor drin, könnte man DCI und Cola Evolution auch noch mal miteinander vergleichen. Und dann können wir so ein Stechen fahren, welches Auto jetzt tatsächlich mehr Sprit verbraucht. Ja. Diesel. Aber das Gran Turismo Video, das kommt noch später. Das kommt okay. Nach diesem. Also es kommt bald. Ciao. Was hättest du denn jetzt wirklich erwartet, wie viel er verbraucht? Ich hatte das erwartet. Ja. Ich auch, wenn ich ehrlich bin. Also eine Überraschung war es jetzt nicht. Ich hatte so ein bisschen, aber nur so ein bisschen Angst, dass da jetzt 3,6 oder 3,7 steht. Oder 5. Nee, das nicht, weil wir sprechen ja extrem viel mit unseren Kunden. Stimmt. Zum Glück. Ja. Und alle berichten uns ja so ungefähr, wie weit sie kommen. Wobei ich hatte einen Kommentar gelesen, da hatte jemand gesagt, mit seinem Crossover, ja, da bräuchte er 5, 6 Liter. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe auch einen Kommentar gelesen, dass die Motoren von Aixam angeblich nur 5000 Kilometer durchhalten. Stimmt. Und dann wäre das alles Schrott. Also das müssen wir ganz klar hier unterstreichen, dass das nicht so ist. Also wir haben Leichtkraftfahrzeuge gesehen, die weit über 100.000 Kilometer gefahren haben. Und wenn ich keinen Ölwechsel mache und mich gar nicht drum kümmere und aus irgendeinem Grund vielleicht kein Öl im Motor hatte, dann geht er sogar nach 1000 Kilometer kaputt. Ist einfach so. In diesem Sinne nochmal tschüss.